Und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute etwas wackelig unterwegs, weil ich mit dem Handy in der Hand filme. Ich möchte nämlich euch mein neu strukturiertes und umgeräumtes Bücherregal zeigen. Sozusagen ein Update einer Bücherregaltour. Nur diesmal nicht ganz so ausführlich wie die letzte. Die verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Also die Bücher sind ungefähr gleich geblieben. Nur habe ich sie einfach neu strukturiert und umgeräumt. Das hat ziemlich lange gedauert. Eine Nacht und den nächsten Morgen komplett. Also es war echt wie Tetris spielen, weil es nicht so passen wollte, wie ich wollte und ich auch nicht genau wusste, was ich wollte. Also das war ein ziemlich langer Prozess und weil ich jetzt mit dem Ergebnis recht zufrieden bin, möchte ich euch das Ergebnis einmal zeigen. Vorher waren meine Bücher ja eigentlich gar nicht sortiert, nur die Reihen standen zusammen. Und so, dass die Bücher gut herausstachen. Das habe ich euch schon mal erklärt. Also, dass ich es immer toll finde, wenn Bücher herausstechen. Also ein weißes neben einem weißen Buch kommt bei mir eher nicht in Frage. Ich mache dann eher, dass es so Kontraste ergibt, dass jedes Buch sehr gut heraussticht. Ja, das alleine ist schon ein bisschen, vielleicht ein bisschen nerdy, aber ich mag das sehr gerne, wenn ich mein Bücherregal angucke. Es ist sehr bunt und jedes Buch hat irgendwie so seine Chance herauszustechen. Obwohl ich natürlich auch Rainbow Bookshelves, also so nach Regenbogenfarben sortierte Bücherregale, sehr, sehr hübsch finde, käme ich da nicht drüber hinweg, Reihen auseinanderzureißen. Das ginge für mich leider gar nicht. Deswegen kommt ein Regenbogen-Bücherregal für mich nicht in Frage. Ich habe es jetzt eher so nach Themen und etwas nach Genre sortiert. Und das möchte ich euch jetzt in diesem Video einmal zeigen. Ich habe jetzt einmal die Perspektive gewechselt, damit ihr nicht mich, sondern mein Bücherregal seht. Falls ihr das noch nicht in Gänze kennt, so sieht es aus. Ich habe in letzter Zeit auch wieder ordentlich aussortiert. Das heißt, ich konnte einige Bücher sogar frontal stellen, was ich immer wieder total schön finde, wenn man schöne Cover nach vorne stellen kann und ein bisschen besser präsentieren kann, ein bisschen besser dekorieren kann, mag ich das ganz gerne, wenn es ein bisschen locker steht. Aber bei so vielen Büchern, die immer dazukommen, ist das halt leider nicht immer so möglich. Und ich glaube auch, dass das, ja, die Lücken schnell wieder gefüllt werden. Also ich brauche eigentlich dringend mal wieder Anbau. So, jetzt beginnen wir einfach mal. Oben hat sich jetzt hier in der Mitte nicht so viel getan. Die Harry Potter Bücher stehen da immer noch. Meine englische Variante und der deutsche Schuber, dieser tolle Schmuck Schuber. So ein bisschen Deko ist auch immer mit dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, dass Game of Thrones jetzt nach oben gewandert ist. Das spart auch so ein bisschen Platz und alle passen jetzt miteinander ja, zusammen. Man sieht jetzt nicht alle, weil ja, der Winkel vielleicht auch ein bisschen blöd ist, dann ist da oben mein selbstgemachtes Drachenei und Geralt steht da. Ja, gut, das passt nicht hier ganz so zu, passt halt nicht zu Game of Thrones, aber im Grunde die Welten sind ja eigentlich ähnlich und das ist auf jeden Fall ja, eine Funko Pop, die einzige, die ich habe, die jetzt hier steht, die habe ich mal geschenkt bekommen und deswegen mag ich sie nicht weggeben, aber sonst bin ich eigentlich nicht so der Fan davon. Denn ist hier mein Plüschdrache und dahinter nochmal dieses wunderbare Geschichtsbuch zu Westeros. Also das steht oben und hier links oben stehen meine geliebten Walter Mörs Bücher. Alle samt. Da ist auch noch ein bisschen Platz rechts. Im Moment steht da von Kai Meier die Reihe Die fließende Königin, welche ich auch sehr liebe, und oben steht ein geflügelter Drache. Passend auch zum Inhalt habe ich mal von einer Freundin aus Venedig mit geschenkt bekommen und ja, passte sehr, sehr gut zu der Reihe. Und hier ist auch noch so ein kleiner Button, ein Buchling-Button. Und ja, ich liebe es mit so Kleinigkeiten noch das Bücherregal so ein bisschen aufzupeppen. Und hier steht frontal die wunderschöne illustrierte Harry Potter Ausgabe, weil ich es einfach so schön finde, möchte ich diese tollen Ausgaben gerne frontal präsentieren, was natürlich nicht immer einfach ist. So, und jetzt fangen wir an mal mit den Themen. Hier links in diesem Eckregal sind nämlich meine Winterbücher und darunter passenderweise meine Weihnachtsbücher. Ja, das sind sozusagen Bergsteigerbücher, aber auch Winter-Thriller, teilweise auch Weihnachts-Thriller oder Weihnachts-Horrorbücher, wie diese beiden hier mit dem ähnlichen Themen.
ja, passte sehr, sehr gut alles zusammen. Und darunter eben meine Weihnachtsbücher. Ich liebe ja Weihnachtsbücher, Weihnachtsromane. Und ich denke mal, die ja, Sammlung wird sich dieses Jahr auch wieder ein bisschen mehr erweitern. Und hier unten steht noch ein großer Klassiker. Hinter diesem schönen Stern ist das die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, die ich mir in dieser tollen Ausgabe mal als Schnäppchen besorgt habe. Wirklich, wirklich schön. Und eine Kerze passenderweise steht da auch noch. So, und dann beginnt in diesem Regal, im Grunde meine Fantasy. Und oben habe ich jetzt einfach mal angefangen mit der High Fantasy. Und das sind jetzt auch schon so Lieblingsreihen von mir. Einmal die Reiterreihe von Kristen Brittain, dann Peter V. Brett mit dem Dämonenzyklus, den ich ja gerade rereade, beziehungsweise als Hörbuch nochmal erlebe, bin ich jetzt mittlerweile beim dritten Band angekommen, der jetzt hier gerade fehlt. Und dann habe ich hier noch Ted Williams, Traumjäger und Goldpfote. Auch ein sehr, sehr schöner High-Fantasy-Titel. Man glaubt es nicht, weil es eigentlich ja mit Katzen ist, aber richtig klasse. Und hier sind noch weitere High-Fantasy-Titel. Gut, der Goldene Kompass steht so ein bisschen außen vor, weil der nicht so richtig einzuordnen ist. Hier ist auch noch High-Fantasy und dann geht es langsam über in, ja, Jugend-Fantasy oder Fantasy, die man nicht so richtig einordnen kann, so Urban-Fantasy. Man musste leider auch, ich musste es leider so ein bisschen nach der Größe auch machen, weil nicht jeder Regalboden gleich hoch war und dann passten manche Bücher nicht irgendwo rein. Mann, das war echt anstrengend. Was ich ganz cool finde, ist, dass hier diese Bücher alle das Thema Buch beinhalten. Also Endymion Spring, der Buchspringer, der Wortschatz und auch Tintenherz haben alle so ein bisschen das Thema Buch und finde ich irgendwie auch toll, dass die zusammenstehen. Dann stehen hier noch Abyss und Witches, Hexengirls und so eine Reihe. Also auch im Grunde Fantasy. Und ganz hier unten sind meine Pferdebücher. Pferde-Kinderbücher, Pferde-Romane, Pferde-Sachbücher stehen alle zusammen. Und ja, mal gucken, ob da noch was dazu kommt. Vieles ist auch aus meiner Kindheit, aber hier zum Beispiel die Einhornbücher, die sind ein bisschen neuer. Oder Rot wie das Meer ist ein toller Fantasy-Jugendroman mit ja, Wasserpferden. Ich liebe dieses Buch. Könnte ich eigentlich auch mal wieder rereaden. Oder halt der Klassiker von Peter S. Beagle, Das letzte Einhorn. So, jetzt muss ich mich wieder hochkämpfen. Das war also das Fantasy-Regal. Hier ist nochmal Harry Potter. Also ich hatte euch ja hier oben ganz gezeigt, meine englische Variante. Darunter sind dann die klassischen deutschen. Das wollte ich eigentlich hier noch rausnehmen, weil ja, den Umschlag habe ich jetzt mal abgemacht von die Märchen vom Beedel dem Barden, weil ich einfach das Cover nicht so schön finde und das darunter um einiges schöner finde. Dachte ich, eigentlich könnte ich den Umschlag ja mal entwenden, aber ich konnte mich nicht so richtig dazu entschließen, das jetzt wegzuwerfen, weil es ja irgendwie dazugehört. Also habe ich es erstmal hier oben hingelegt. Ja, Übergangslösung. Ja, so ein paar Zusatzbände noch dazu, der Soundtrack und ein paar Notizbücher. Dann stehen hier jetzt meine Klassiker. Und das war manchmal auch gar nicht so einfach zu entscheiden, was kommt jetzt eher zur Fantasy, was ist eher ein Klassiker, was ist eher ein Kinderbuch. Also es war, weil ich so viele Kategorien jetzt aufgemacht habe und so viele Möglichkeiten gehabt hätte, war es gar nicht so einfach, sich zu entscheiden, ja, welche Kategorien ich jetzt übernehme und welches Buch in welche Kategorie kommt. Also ich habe jetzt einfach mal Der Hobbit und Der Herr der Ringe zu den Klassikern getan und nicht zu den Fantasy-Titeln. Hier habe ich noch so ein kleines Hobbit-Lesezeichen. Und dann stehen halt hier die Erwachsenen-Klassiker. Die Kinderbuch-Klassiker habe ich noch mal extra getan. Davon habe ich gar nicht so viele. Ich habe natürlich mehr gelesen, aber ich behalte ja mittlerweile wirklich nur die Bücher, die ich wirklich liebe. Und viele Klassiker mussten deswegen auch ausziehen. Dracula, Dr. Jekyll und Mr. Hyde hat mir eigentlich gar nicht so gut gefallen, aber möchte ich gerne nochmal eine Chance geben. Und irgendwie finde ich die Ausgabe auch so super cool mit diesem grünen Lesebändchen. Mal gucken, vielleicht gebe ich denen nochmal eine Chance. Rebecca fand ich klasse. Moby Dick, das ist jetzt ein Fake-Buch. Also eine ziemlich coole Fake-Schachtel.
Jetzt habe ich euch mein Geheimversteck verraten für die wichtigen Dinge. Und dann hier große Erwartungen von Charles Dickens. Das Buch mochte ich eigentlich gar nicht so gerne, ist aber emotional irgendwie doch verbunden mit etwas. Das habe ich von meiner Ausbilderin zum Abschluss der Ausbildung bekommen. Und hier noch die Farm der Tiere, liebe ich auch. Und darunter kommt sozusagen Grusel, Thriller und Horror. Ist noch ausbaufähig, aber wächst und wächst auch. Innerhalb der Kategorien habe ich es, wie gesagt, nicht sonderlich sortiert, also nicht nach Autoren oder so, sondern wie vorher schon im Regal, dass die sich ganz gut voneinander abheben und dass die Autoren ja, also schon zusammenstehen eventuell und vielleicht auch Thriller und so weiter. Ihr seht das ja hier so ein bisschen, aber sonst habe ich das weiter nicht sortiert. Also hier in diesem Regal ist jetzt eher Horror, würde ich jetzt mal sagen, und Grusel. Bei dem ist es halt auch wieder die Frage, ist Dancing Jacks eher Fantasy, ist es eher Dark Fantasy oder ist das Horror? Ich habe es jetzt einfach mal eher den düsteren zugeteilt. Dann haben wir hier noch so ein paar Kinder- und Jugendgruselige Bücher rein, Fear Street. Gänsehaut, so meine Liebsten habe ich aufbewahrt, die anderen auch aussortiert. Thomas Finn, die Bücher, da habt ihr eben schon bei den Weihnachtsthrillern eingesehen, der ja, musste dann auch eher zur anderen Kategorie. Dann habe ich hier die, den Zweiteiler, fällt gerade nicht der Name dazu ein, die Dilogie. Von Frankensteins Kindheit sozusagen, hat mir damals sehr gut gefallen. Denn die Harz-Krimi-Hexenreihe muss ich auch noch weiterlesen. Und hier steht unter anderem auch Stephen King und die Insel der besonderen Kinder, der Kinderdieb. Also alles, was so ein bisschen gruselig, vieles auch fantastisch, aber eben. Ja, auf jeden Fall düster ist. Und hier unten sind noch die Thriller, was vielleicht weniger mit Fantasy zu tun hat, sondern mehr in die Thriller-Spannungsrichtung geht. Ja, und hier unten, das ist, sieht nicht so schön aus, aber das ist mein Sub. Und ich habe ja einfach so diese Angewohnheit, wenn ich ein Buch fertig gelesen habe, erst dann bekommt das einen neuen Platz in meinem Regal. Und deswegen werden die erstmal so hingelegt, dass man halt noch nicht so die schönen Rücken sieht, sondern nur den Buchschnitt. So, ich bleibe jetzt einfach mal hier unten und filme euch hier nochmal mein Horror- und Thriller- und Gruselregal ab. So, und gehe auch gleich zum nächsten über. Und zwar sind hier unten Bilderbücher, einfach wegen der Größe auch. Comics und Graphic Novels, aber auch daneben seht ihr Kinderbuchklassiker. Da war echt schwierig, wie ich das mache, ob Narnia jetzt nun, ja, ob ich nun extra Fantasy-Klassiker mache oder wie auch immer, aber ich habe mich jetzt entschieden, das zu trennen und eben einmal Erwachsenen-Klassiker und Kinderbuchklassiker zu machen. Davon habe ich auch ein bisschen mehr. Krabat, die unendliche Geschichte habe ich jetzt in zwei Ausgaben. Der Wunschbunsch, der geheime Garten in zwei Ausgaben. Alice im Wunderland in zwei Ausgaben. Und hier sind auch noch zwei Zelda-Manga. Darüber habe ich meine Kinderbücher. Erstmal sind da Märchen, Andersen und Grimm-Märchen in diesen schönen Schuber. Und dann halt, ja, jegliche Kinderbücher bis 12 Jahren sind da ungefähr drin. Und darüber habe ich jetzt meine historischen Romane. Auch nicht viel, aber ja, so ein bisschen passen die schon. Und weil ich nicht so viel hatte, habe ich daneben einfach meine Zeitreiseromane gestellt. Oh, anders hinsetzen. Und zwar sind das jetzt hier meine Zeitreiseromane, bekannterweise eben die von Kerstin Gier und Feenturm und Mariana. Und dann halt hier diese zwei Reihen von Rainer Maria Schröder. Das ist ja die Falkensaga, diese vier Teile und eine meiner Lieblingsreihen. Abenteuer, historisch genial. Die Bücherdieben,
auch ein geniales Buch, kennen ja sehr viele. Und Die Frau in der Rosenvilla ist vielleicht nicht kein reines historisches Buch, aber so ein ja, typisches Familienschicksal in Richtung Lucinda Riley Buch, wo ja auch manche Schicksale in der Vergangenheit geschildert werden. Hier drüber habe ich auch wieder Fantasy, allerdings sind das fantastische Titel, die so eher in die historische Richtung gehen, entweder mit historischen Settings verbunden sind oder eben ja, in einer Zeit spielen, die halt historisch ist und dann halt ja, fantastische Elemente dabei haben. Zum Beispiel der geheime Zirkel spielt eher so im viktorianischen Zeitalter und gibt dann eine Parallelwelt oder die Töchter des Mondes so in hat ist ja eine Hexengeschichte, hat auch eher was ja, von der Zeit der Hexenverbrennung, die Töchter der Wälder, also hier die Seven Water Trilogie heißt sie, glaube ich. Ist auch so was Historisches. Also ich fand, die passten alle sehr, sehr gut zusammen und sehen auch sehr schön nebeneinander aus. Deswegen, ja, und weil sie auch genau so reinpassten, fand ich das super. Darüber wieder ein Lieblingsthema von mir. Meine Zirkusbücher stehen hier jetzt alle. Mit einem Zirkuspferdchen, was mein Bruder mir mal geschenkt hat. Passte auch sehr gut, finde ich. Der Mitternachtszirkus, dann das Buch der vergessenen Artisten, was ich erst kürzlich gelesen habe, ein Kinderbuch, ein personalisiertes, der Nachtzirkus. Und ihr seht schon, diese Zirkusbücher kommen aus den verschiedensten Genres, ob das nun Kinderbücher sind, ob das Fantasy oder historische Romane sind. Alles ist dabei. Hier sogar eine Graphic Novel bzw. eine illustrierte Novelle. Wunderwunderschön, kann ich nur empfehlen. Ja, was mich nur ärgert, es passt nicht rein. Aber da habe ich jetzt einen Kompromiss gemacht und das so reingesteckt. Ja, weil sonst wäre ich durchgedreht. Das ist auch in etwa so geblieben. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal so gezeigt habe. Das sind nämlich meine Drachenbücher. Ja. Und ihr seht, es ist schon wieder voll. Das ist nämlich so das Problem, was ich jetzt bei dieser Sortierung habe. Ich bin eigentlich echt zufrieden mit der Sortierung, wie sie jetzt ist. Aber es kommen ja immer wieder Bücher dazu. Hier bei den Zirkusbüchern kann ich das noch wieder so reinstellen. Aber wenn da jetzt was Neues dazu kommt. Aber jetzt bei den Drachenbüchern sieht es schon wieder eng aus. Und was mache ich denn? Muss ich das ganze Regal nochmal neu aussortieren? Ja, entweder aussortieren oder neu umsortieren. Naja, aber hier sind wirklich auch wunderbare Drachenbücher dabei. Obwohl ich auch schon gesagt habe, hier Glühender Zorn von Thomas Finn, das ist ja jetzt so das letzte Drachenbuch gewesen, was ich gelesen habe. Das könnte ich auch durchaus aussortieren. Also das fand ich ja jetzt nicht so pralle. Habe ich jetzt aber erstmal der Vollständigkeit halber hier reingestellt. Und auch das ist ja eigentlich kein richtiges Buch, sondern eine wunderschöne Lampe. Und mein Drachenei habe ich hier auch noch vorgestellt. Ja, und hier rechts sind so ein paar Reste. Einmal hier könnte man sagen, meine Science-Fiction- und Dystopie-Bücher. Auch nicht sehr, sehr viel. Da habe ich auch einiges aussortiert, aber auch wirklich noch nicht so viel darüber gelesen. Das ist sozusagen ja genrefreie Literatur. Also die passte nirgendwo anders rein. Das sind sozusagen die übrig gebliebenen belletristischen Titel. Hier ist auch noch ein Jugendbuch dabei, aber es ist halt auch weder Thriller noch Fantasy. Ja, Khaled Hosseini, eher so ein Schicksalsbuch. Also da ist sozusagen der Rest. Und hier drunter sind noch meine Fantasy-Spielbücher, die ich ja auch lieb gewonnen habe und wirklich klasse finde, wo man sein eigenes Abenteuer spielen kann. Passenderweise habe ich dazu noch ein Exit Game. Die sind ja auch im Moment total in. Habe ich noch gar nicht gespielt, werde ich auf jeden Fall noch tun. Und ja, da muss man halt auch versuchen, aus einem bestimmten Raum herauszukommen innerhalb einer Stunde. Und passenderweise habe ich hier meinen Würfelturm, selbst gemacht von einer lieben Freundin, auch hingestellt. Passte perfekt ja irgendwie zu diesen Spielebüchern. Ja, ich glaube,
dann sind wir durch. Ich habe zwar noch meine schwebenden Bücherregale, aber die sind geblieben, wie sie vorher auch waren. Also mal muss ich euch sie gar nicht zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, einmal meine neue Sortierung zu sehen. Ich hoffe auch, ich habe nichts vergessen. Und ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das so findet, nach Themen sortiert, wie ihr das so macht und wie ihr euch entscheidet, ob das bei euch nach Alphabet, nach Autor, nach Farbe oder gar nicht sortiert ist. Im Moment bin ich wirklich sehr zufrieden und ich hoffe, dass, wenn da jetzt ein paar Bücher dazukommen, ich nicht sofort alles wieder ummodeln muss, sondern irgendwie eine Lösung finde. Ich habe ja auch noch eine freie Wand, da könnte ich auf jeden Fall noch Bücherregale anbauen. Ja, müsste ich mal in Angriff nehmen. So, das war's von mir. Ich wünsche euch eine wunderschöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.